Deutschland gibt sich aktuell sehr viel Mühe mit dem Ausbau von Fahrradinfrastruktur. Und dabei werden teilweise dringend benötigte Autospuren in Fahrradspuren umgewandelt oder es werden Fahrradparkhäuser an Stellen errichtet, wo nicht mal zu Fuß irgendwer hingeht. Nachdem ich jetzt ein bisschen polemisiert habe, kann ich gleich wieder beschwichtigen. Ich fahre selber an ungefähr 3 von 5 Tagen in der Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit. An den restlichen Tagen nehme ich, je nachdem, was sich anbietet, Bahn oder Auto. Und in meiner Freizeit fahre ich auch sehr viel Fahrrad. Es geht ja auf meinem Kanal hauptsächlich ums Gravelbike-Fahren. Ich bin also eigentlich der Erste, der sagt, es ist richtig gut, wenn Deutschland das Verkehrsmittel Fahrrad attraktiv macht. Ich meine nur, dass an vielen Stellen mit deutlich weniger Geld mehr erreicht werden könnte. Und ich habe ein paar Vorschläge dazu, die ich hier und heute unterbreiten möchte. Warum werden diese ganzen Maßnahmen eigentlich ergriffen? Man sollte meinen, eigentlich um mehr Menschen aufs Fahrrad zu bekommen, also von anderen Verkehrsmitteln weg und aufs Fahrrad. Meiner Meinung nach ist das eine gute Sache und ich denke, einer der besten Wege, um das zu erreichen, ist, Fahrradfahren weniger anstrengend zu machen. Was man so als Konsument dafür tun kann, ist zum Beispiel sich ein E-Bike kaufen. Dann wird es halt einfach leichter. Ein großer abschreckender Faktor am Fahrradfahren. Die Anstrengung wird dadurch erheblich reduziert. Ich meine aber auch, dass es Möglichkeiten gibt, als Staat durch Verkehrsregelungen Anstrengungen zu entfernen. Und da gibt es 2 verschiedene Aspekte, die ich gerne ansprechen würde. Die erste Anstrengung, auf die ich hinaus will, ist eine mentale Anstrengung. Radwege enden auf einmal im Nichts. Auf einmal muss man von der linken auf die rechte Seite fahren oder von der rechten auf die linke. Radwege fangen auf einmal an und man muss anfangen, sie zu benutzen. Man kommt aber irgendwie nicht komplett gut drauf oder davon runter, weil es keine Bordsteinabsenkung gibt oder weil man aufpassen muss, ob man so von schräg hinten vom Auto überfahren wird und so weiter und so fort. Es ist ein kleines bisschen übertrieben, aber ich behaupte wirklich, teilweise, wenn ich mich an einer Stelle nicht auskenne, dann verstehe ich als Fahrradfahrer einfach nicht, wie ich fahren darf. Zumindest nicht, ohne mich ganz erheblich zu konzentrieren und ich meine, das muss so einfach nicht laufen. Weil überlegt mal als Autofahrer, es ist eigentlich ziemlich leicht. Man fährt auf der rechten Seite und auf der Straße, die dahin führt, wo man hin will. Jedenfalls meistens. Und es ist irgendwie intuitiv und man versteht, wie man zu fahren hat. Und als Fahrrad ist es dieses irre Kreuz und Quer und es könnte vielleicht auch einfach einfacher sein. Warum fährt man nicht einfach auf der rechten Seite und da gibt es dann entweder eine baulich getrennte Fahrradspur oder eine Fahrradspur, die einfach nur durch eine Markierung getrennt ist oder es gibt eben nichts und man fährt wie ein Auto auf der Straße. So könnte das in 90% zumindest der Fälle wahrscheinlich einfach verwirklicht werden. Es ist aber nicht so, sondern man muss plötzlich nach links rüberfahren und dann fährt man auf der linken Seite. Die Autos, die aus der Seitenstraße kommen, checken es auch nicht, fahren einen halb über den Haufen. Warum? Das deutlich größere Problem ist meines Erachtens aber die physische Anstrengung des Fahrradfahrens und die wird nicht zuletzt durch Stop-and-Go hervorgerufen. Jeder Autofahrer kennt das, jeder Autofahrer hasst das. Sobald man in einem etwas größeren Ort ist, steht man ständig an irgendeiner Ampel. Was als Autofahrer jetzt, sagen wir mal, extrem nervig ist, ist als Fahrradfahrer aber noch zermürbender, weil es eben auch körperlich anstrengend ist, vor allem am Berg. Wenn man ständig stehen bleiben und wieder anfahren muss oder sich so anstrengend abstützen muss, je nachdem, wie hoch der Sattel eingestellt ist, das nervt einfach. Und wenn man sich mal so umguckt, wie viele Fahrradfahrer so im Straßenverkehr unterwegs sind, dann wird man eine Sache feststellen, die halten sich nicht an die Regeln. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie gut ist oder etwas, was man verteidigen sollte, aber ich meine, dass das einen Schluss darauf zulässt, dass vielleicht ein paar Regeln überdacht werden könnten. Allen voran Ampeln. Es gibt viele Situationen, da könnte man einfach zum Beispiel durch den Einbau einer zusätzlichen Fahrradampel umgehen, dass Fahrräder völlig ohne Notwendigkeit neben einem Auto an einer roten Ampel stehen müssen. Es gibt aber auch Fälle, wo Fahrräder vielleicht einfach mal gar keine Ampelregelung brauchen, sondern gesunder Menschenverstand und einfaches Umsehen reichen würden, um Unfälle zu vermeiden. Also Stellen, wo man als Auto zwar aus guten Gründen vielleicht stehen bleiben sollte, aber als Fahrradfahrer eine eigene Spur hat, die so gut wie nie oder vielleicht 3-mal pro Stunde von anderen Fahrrädern, nicht von Autos, gekreuzt wird, wo man aber trotzdem immer neben den Autos warten muss. Das ergibt überhaupt keinen Sinn und man sieht dann an solchen Stellen eben auch häufig, dass so gut wie kein Fahrradfahrer, der da öfter langfährt, an diesen Ampeln wirklich stehen bleibt. Es geht aber noch schlimmer. Teilweise ist es so, dass man als Fahrradfahrer deutlich länger warten muss als ein Auto. Wenn beispielsweise ein Auto an einer Linksabbiegerampel nur einmal auf Grün warten muss, kann es sein, dass man als Fahrrad über insgesamt 4 Ampeln muss, weil man zunächst die eigene bzw. die kreuzende Straße überqueren muss und dann noch eine andere Straße, wenn es sozusagen so eine Kreuzung ist, ebenfalls überqueren muss. Und beide Straßen jeweils aus 2 Ampeln bestehen, weil in der Mitte eine Verkehrsinsel ist und die Ampeln unterschiedlich in Phasen
geschaltet sind. Dann kann es wirklich sein, dass man an 4 Ampeln wartet, während ein Auto nur an einer Ampel wartet. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber so und zumindest in abgeschwächter Form kommt es relativ häufig vor, wenn man an größeren Straßen ist. Und das leuchtet mir einfach hinten und vorne nicht ein, warum man dann als Fahrradfahrer teilweise gezwungen ist, diese seltsamen Ampeln zu benutzen, anstatt einfach wie ein Auto abzubiegen. Ein weiteres Beispiel, was mir hierzu einfällt, sind Zebrastreifen. Ich sehe schon das Problem, warum man momentan als Fahrrad nicht über Zebrastreifen fahren darf. Nämlich, wenn man als Fahrradfahrer mit 30 km/h aus einer nicht einsehbaren Straße auf den Zebrastreifen schießt und sich dann wundert, dass die Autos ein bisschen wütend sind, dass sie eine Vollbremsung machen müssen oder es vielleicht auch einfach nicht mehr schaffen und dann wundert man sich irgendwie über gar nichts mehr, weil man es nicht mehr kann. Ich sehe das schon ein. Andererseits kann man sich ja mal in einen beliebigen Zebrastreifen stellen, wo viele Fahrräder unterwegs sind und sich dann fragen, wie lebensfremd ist eigentlich die Annahme, dass Fahrräder da wirklich dran fahren, absteigen, rüberschieben, aufsteigen und dann weiterfahren. Und das dauert für alle Beteiligten dann doppelt so lange, wie es müsste. Das ist ziemlich lebensfremd und das sieht man daran, dass das wirklich niemand, aber auch niemand macht. Okay, übertrieben, einer von 100 macht das dann immer. Das ist, wie gesagt, jetzt keine Verteidigung von Regelbruch. Es ist einfach nur die Frage, ob man das nicht vielleicht auch einfach anders regeln kann und zum Beispiel durch ein Wörtchen wie angepasste Geschwindigkeit in der StVO dafür sorgen könnte, dass Fahrräder nicht mit 30 Sachen aus der Nebenstraße auf den Zebrastreifen schießen, sondern einfach so, wie sie es jetzt sowieso alle machen, vorsichtig an den Zebrastreifen ranfahren, sich umgucken und weiterfahren. Meines Erachtens gibt es dafür einige Dinge, die man sich stattdessen aber auch sparen könnte, nämlich zum Beispiel die heiligen baulich getrennten Radwege, die jetzt überall entstehen und die ein Heidengeld verschlingen, und teilweise leider an den Stellen, wo sie nicht gebraucht werden. Ich verstehe schon den Punkt. Je voller die Straße ist, desto unangenehmer ist es als Fahrradfahrer, nicht baulich getrennt auf derselben Straße zu fahren wie Autos. Wobei ich persönlich, das ist jetzt einfach nur eine persönliche Meinung, finde, dass zumindest ein Streifen, der die Fahrbahnen optisch voneinander trennt, da ganz viel schon bewirkt. Und dass man das als Fahrradfahrer vielleicht im innerstädtischen Bereich auch mal abkönnen muss, dann neben den bösen Autos zu fahren. Es gibt leider in meiner Stadt auch ein Beispiel, wo man so eine ganz tolle bauliche Trennung gemacht hat. Die führt jetzt nur leider dazu, dass die Fahrradfahrer mitten an der zentralsten Stelle der Stadt durch die Fußgänger durchfahren müssen. Links und rechts davon sind Fußgänger und die laufen überall rum, weil das Ganze eigentlich wie ein breiter, sehr breiter Bürgersteig aussieht. Und das heißt, als Fahrrad kann man nicht fahren und als Fußgänger kann man nicht laufen, ohne Angst zu haben, überfahren zu werden. Es geht sogar so weit, dass im Bus, wenn man dort aussteigt, eine Durchsage kommt, dass man auf den Radverkehr achten solle, weil sonst nämlich Folgendes passiert. Man setzt einen Fuß aus dem Bus, da ist man noch in seinem Safe Space und kaum macht man noch einen weiteren Schritt, wird man von links von einem klingelnden, Warnweste tragenden Rentner auf einem E-Bike überfahren. Alle Beteiligten sind unzufrieden, aber hey, bauliche Trennung. Die Alternative dazu wäre gewesen, dass die Fahrräder ganz einfach auf der nicht allzu krass befahrenen Straße links daneben fahren. Wollte man irgendwie nicht. Um es zusammenzufassen, ich finde es richtig gut, dass Deutschland Sachen unternimmt, um Fahrradfahren attraktiv zu machen. Das Blöde ist, ich habe den Eindruck, dass es sich da ab und an um Symbolpolitik handelt oder um das krampfhafte Ausgeben von Fördermitteln und nicht wirklich um durchdachte Maßnahmen. Ich meine, dass Leute, die regelmäßig Fahrrad fahren, insbesondere wenn sie das eben nicht nur in ihrer Freizeit machen, sondern zur Arbeit, vor allem das Anliegen haben, schnell und ohne geistige oder mit so wenig geistiger und körperlicher Anstrengung wie erforderlich irgendwo von A nach B zu kommen. Und ich denke, dass es da einige Mittel gibt, die gar nicht so viel Geld kosten, teilweise allerdings Reformen an der Rechtslage erfordern würden, die das Ganze schon mal deutlich angenehmer machen würden. Insbesondere, dass man Fahrrädern hier und da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, eigene Denkleistung zutraut. Das heißt, einsieht, dass Fahrräder nicht ganz so gefährlich sind wie Autos und dass es da auch mal möglich ist, die von einer Ampelpflicht zu entbinden und sie vielleicht einfach selber schauen zu lassen, Vorfahrt gewähren, rechts vor links und so weiter und so fort. Kann ich jetzt hier vielleicht auch einfach mal fahren? Muss ich jetzt vielleicht nicht 5 Minuten im Regen stehen oder am Hang, bevor ich wieder anstrengend anfahren muss? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Ich habe in dem Video bewusst ein bisschen überspitzt, aber grundsätzlich meine ich das, was ich sage, hier schon so und bin mal gespannt, ob ich der Einzige bin, der das so sieht oder ob andere Leute andere Vorschläge und Gedanken dazu haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne diesen Kanal und erzählt, dass es mich gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.